Hallo. Ja, wir kommen dich heute besuchen und wollen einmal ein bisschen was über den berühmten Machfelderhof wissen. Und jetzt sind wir da gleich im Entree des Machfelderhofes, der ja wirklich nicht nur in Machfeld einzigartig ist, ich würde sagen in ganz Europa. Einzigartig? Ich hoffe. Dann würde ein Jugendtraum von mir, ein Kindheitstraum, in Erfüllung gehen. Ich war 10 Jahre alt und in der 4. Volksschule. Und da mussten wir einen Aufsatz schreiben, was wir einmal werden wollen. Mein Aufsatz hat etwas hochtrabend geheißen: Ich möchte mal das originellste Restaurant der Welt haben. Das war es damals nicht. Das war ein großer Gasthof, einfach wie die Gasthöfe am Land waren. Die Lehrerin war entzückt, der Direktor war entzückt. Meine Eltern waren entsetzt. Und ich muss dazu sagen, ich habe damals bereits begonnen, den Dachboden zu zerlegen und schaut, was da alles oben ist. Es waren irrsinnig viele alte Sachen da. Mhm. Unser Haus ist eines der ältesten Häuser im Schwager. Mhm. Und man hat nie was weggeschmissen früher. Früher hat man gesagt, wenn man was nicht braucht, tragen wir es am Boden auf. Entschuldigung, wenn ich unterbricht. Das heißt, den Grundstock für die Sammlung, der besteht schon im Haus. Der war im Haus. Der Machfelderhof ist seit 6 Generationen in meiner Familie. Und in diesen 6 Generationen wurde immer wieder was erweitert und dazu gebaut und gekauft und investiert quasi. Aber man hat nichts weggeworfen. Das habe ich geerbt. Ich kann auch nichts wegschmeißen. Aber für mich war das natürlich gut, weil ich damals wie gesagt, in dem Alter vieles gefunden, alte Kupfersachen und tausend Dinge. Und ich begann das zu montieren und mein Vater gesagt, bist du verrückt, das hätte schon der Urgroßvater wegschmeißen müssen. Und so, aber ich gesagt, Vater, du, das werden wir nicht wegschmeißen. So ist es quasi langsam geworden. Ich habe es montiert, nächsten Tag hat es der Vater abmontiert, ich habe es übernächsten Tag wieder montiert. Und so wurde das eigentlich. Die Absicht, das originellste Restaurant der Welt zu haben, war sicher großspurig. Und ich bin natürlich noch längst nicht am Ziel, aber ich hoffe, ich bin zumindest am Anfang. Jetzt, wenn man sich so das Ganze anschaut, ich werde immer wieder gefragt, wie funktioniert das? Da ist immer alles sauber und penibelsauber. Bei dieser Fülle an Gegenständen, wie viele Leute arbeiten da dran? Wir haben 6 Putzkräfte beschäftigt, also 5 Frauen, ein Mann. Und die sind rund um die Uhr mehr oder weniger damit befasst, Reinigung zu schaffen. Wenn das Haus bumm voll ist, können sie nicht staubwischen und so. Da wird dann stehen sie bei den Geschirrspülmaschinen etc., Gläserwaschmaschinen und so. Aber jetzt, vor 5 Minuten ist die letzte weggegangen, die am Abend wieder Dienst hat und so. Also wie gesagt, es ist ziemlich, nicht nur ziemlich, sondern penibel sauber. Ich bin auch furchtbar streng bei der Kontrolle. Ich gehe nirgends vorbei, ohne mit dem Finger drüber zu fahren, ist das angestaubt oder nicht. Mhm. Jetzt sind wir da reingekommen. Ich darf nur sagen, da hätten wir zum Beispiel eine ganz hübsche Porzellansammlung. Bunt gemischt mit Dingen aus verschiedenen Epochen. Manches ist doch schon barock und so, etliches ist Biedermeier, so manches ist auch etwas später, Historismus und so. Auf der einen Seite Kaiser Franz Josef, der war im Jahr 1898 oder 99 bei uns in der Schwager. Mhm. Und das ist der Napoleon Bonaparte, der uns im Jahr 1809 besucht hat, wenn auch auf unangenehme Art und Weise. Das war die Schlacht bei Wagram. Aber die Zeit verklärt ja ein bisschen und in der Zwischenzeit ist Napoleon also nicht mehr der Feind Österreichs.
vorwiegend von dem jüngeren Teil der örtlichen, örtlichen Bevölkerung frequentiert. Ist ein sehr gut besuchtes Café und ist ja, jeden Tag bummvoll. Eine ganz herzige Teddybär-Sammlung zum Beispiel da oben. Jahrzehnten, was da, wenn irgendwas wieder einmal Geldentwertung war oder was immer, Wirtschaftskrise, ist immer einiges übrig geblieben. Und das, ja, man sagt ja, das verwendet man als Makulatur. Ja, genau. Das wäre aber schade. Ne? Ja. Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, wenn wir da durchgegangen sind. Wenn man da schaut, jeder Tisch, jeder Platz ist für sich fast wie ein eigenes Zimmer. Das ist so, das ist eigentlich unser. Unser Prinzip, es ist fast in allen Räumen so, in einigen Räumen geht es nicht so gut, weil wir da oft Gesellschaften zusammenstellen müssen. Aber wir werden gleich sehen, die meisten Tische haben einen Namen und haben auch ein dementsprechendes Terrain. Also ja, wir schauen uns das gleich an. Wann die ist? Ah, das wird sein, ich schätze mal, Moment noch. Ich bin ein kleiner Bub, haben wir mitgearbeitet. Und das ist 70 Jahre her. Mhm. Und da war sie auch nicht das letzte Modell. Aber damals war das sehr verbreitet. Mhm. Das hat man in jedem Kaufhaus, hat man das früher gehabt und in jedem Wirtshaus quasi und so. Also der Vogelfänger hätte eine Freude, ne? Ja, Vogelkäfige, wie gesagt, das zieht sich durch, die Vogelkäfige. Die gibt es in dem ganzen Raum in verschiedensten Ausfertigungen. Was sich so durchzieht durchs ganze Haus ist quasi die Fülle. Wie ich begonnen habe, da war ungefähr ein halber Prozent von dem da, was heute da ist. Und da hat mein Vater schon geächtzt und gesagt, bitte kein Stück mehr und so. Und ich habe nur gedacht, du wirst dich noch wundern. Von mir war es immer angedacht, dass es bummvoll sein muss. Mhm. Mhm. Ich wollte, wie gesagt, eine gewisse Einzigartigkeit erreichen. Das ist Prinzer Gehen. Das ist der berühmteste Machfelder Bürger gewesen. Er war natürlich in Wirklichkeit ein Savoyarde, also aus Savoyen. Aber er hat ja für drei Kaiser gekämpft, für Karl den VI., für Maria Theresia, Karl den V., Maria Theresia und Leopold den II., glaube ich. Und hat als Lohn, weil er schlicht und einfach die Türken aus Europa weggebracht hat, mehr oder weniger das halbe Machfeld bekommen. Aus dem Grund gibt es auch drei prachtvolle Prinzregentschlösser im Machfeld. Ja, jetzt sind wir zum Beispiel an einem dieser speziellen Tische. Dieser Tisch ist Marga Röck gewidmet. Sie hat viele Feste bei uns gefeiert. Sie hat so manche Premier bei uns gefeiert. Und ihre großen Geburtstage, 80. 85. Geburtstag, war alles bei uns. Marga Röck war damals ein Megastar, würde ich sagen. Mhm. Da gibt es ja eine ganze Menge Bilder von ihr. Drüber hängen ein paar Zeitungen, die sind nicht besonders aktuell. Aber die Gäste greifen oft danach und schauen. Das ist ja ganz interessant, wie man so in der Vergangenheit stöbern kann. Ja. Das ist die Tochter, die Gabi Jacobi. Da auch, das ist die Helga Papaschek. War in Haas mit dem Erwin Strahl. Das war der damalige Schwiegersohn von der Marika Röck.
Ja. Was vielleicht auch, was ich in meinem Leben noch nirgends anders gesehen habe, sind diese Tafeln, die da sind. Da gibt es tausende davon. Ja. Wir montieren die Tafeln grundsätzlich nur an dem Tisch, wo der jeweilige Gast, wo das Tafel da ist, schon bei seinem ersten Besuch im Felderhof gesessen ist. Es gab ja, sind Namen dabei von Menschen, die 100 Mal bei uns waren oder noch immer kommen natürlich. Manche waren auch wirklich nur einmal da, wenn das besonders große Namen waren. Und die Tafeln begegnen uns dann ununterbrochen. Ja, Falco, da sind wir schon wieder beim nächsten Tisch. Das Falco. Der Falco hat bis zu einer ganzen Menge von Festen so ziemlich alles bei uns gefeiert, was es gibt. Da ist das Falco Separé. Das war sein Lieblingstisch. Er hat im Allgemeinen einen Tisch reserviert, aber es kam auch vor, dass es eine plötzliche Idee von ihm war. Und er hat gesagt, nein, der Gerhard macht das schon. Er kam her und der Tisch war besetzt. Und er hat gesagt, kriegen oder sonst geh. Und ich habe gesagt, du, die sind gerade gekommen. Ich habe nicht gewusst, dass du kommst, ich kann nicht. Dann geh ich. Ist mehrmals passiert. Er hat sich nur dahergesetzt. Die ganzen Bilder, die da oben herumhängen, das sind alles Verwandte von mir, also Vorfahren. Eltern, Urgroßeltern, Großeltern, Urgroßeltern. Ja, da oben gibt es eine ganze Menge von Lauten und von Zupfinstrumenten. Da gibt es auch den Spruch, der Himmel hängt voller Geigen. Ja, ja. Also, im Felderhof trifft es zu. Hängt nicht nur voller Geigen, sondern voller Mandolinen, Lauten, eine ganze Menge von Dingen. Wir werden noch viele sehen. Der Herbert von Karajan, das ist das. Der Karajan war ja Operndirektor in Wien und ich erinnere mich, wie das erste Mal da war. Da war er mit seinem Manager da, das war der legendäre Baron Mattoni. Und er war am Anfang eher zugeknöpft und so weiter, ist aber im Laufe des Essens genau das Gegenteil geworden. Er hat allen Leuten, die Autogramme wollten, gerne gegeben, obwohl er das normal nicht gern gemacht hat. Bei der Oper hat er es gemacht, beim Operntürl, beim Bühnentürl, aber ansonsten hat er lieber seine Ruhe gehabt, das hat uns auch der Mattoni vorher gesagt. Der hat gesagt, bitte keine Autogramme, keine das. Aber er war in Wirklichkeit ganz anders und es ist ein treuer Stammgast geworden aus dem Herrn von Karajan. Es gibt auch dann so Kleinigkeiten von Souvenirs an die jeweiligen Persönlichkeiten, die wir schlicht und einfach angebettelt haben. Gesagt, wir würden gerne einen Tisch widmen und da hätten wir gerne ein paar Kleinigkeiten, irgendwas dafür und solche Sachen findet man dann viele noch im Haus. Mhm. Das ist das Schlosshoferzimmer. Das Schlosshoferzimmer. Da vorne ist das Schlosshof. Mhm. Eines der Prinz-Eugen-Schlösser. Mhm. Das berühmte Bild von Canaletto. Man sieht es kaum. Das ist da oben da im Hintergrund. Ja, da hinten im Hintergrund. Aber das ist halt, nachdem so viel bei uns hängt, ist es leicht möglich, dass das was zugedeckt wird. Man entdeckt vieles erst, wenn man dann wo sitzt und länger da ist und so. Also das ist zum Beispiel das Heinz Ratschen-Eckerl nennt sich das. Da oben hängen diverse Osterratschen. Mhm. Und das ist auch der Heinz Konrads Tisch. Der Heinz Konrads war ein ganz alter Freund des Hauses, darf ich sagen, und Stammgast. Wir haben auch seinen 100. Geburtstag vor 2 Jahren
an dem Tisch mit seiner Witwe und seinen Kindern begangen, eben am Heinz-Konrads-Tisch. Die ganzen Bilder, die an dem Tisch hängen, sind alles alte Fotografien aus unserem Deutsch-Wagner-Museum. Das ist das Café Siedereck. Das war der Stammtisch von Alfred Böhm. Mhm. Das sind diverse Bilder, die bei uns gemacht wurden. Das ist die Renate Holm zum Beispiel. Da war er, da unten ist er mit dem Fasselabend und mit Karl Blecher drauf. Da ist er drauf mit Luise Martini. Seine Bühnenpartnerin, die Hilli Reschl, ist erst vor 2 Monaten gestorben. Das Bildung hat das eine Erklärung? Nein, nicht, also das ist beschädigt, das muss man auch drauf sagen. Ja, das ist zum Beispiel ein ganz hübsches Euphonium, heißt das. Leider hat sich da kürzlich ein Kind gespielt damit und ist stecken geblieben. Okay. Das müssen wir reparieren lassen. Das ist so wie ein Drehorgel. Wie eine Drehorgel ist das, genau. Das nennt sich Kolschitzki-Eckerl. Also das Ganze hat mit Kaffee zu tun, Kaffeehebel, Kaffeekannen, etc. Wow. Das heißt, es nimmt auch immer wieder Bezug, Ja, schon. Das ist zum Beispiel das Mesner-Eckerl. Also alles an dem Tisch dreht sich hier um die Kirche. Okay. Weihrauchkesseln, Bilder, Orgelpfeifen, wenn es da oben ein kleiner Altaraufsatz da oben, Kruzifixe. Da gibt es eine kleine Sammlung von diesen Haussägen. Das hat es früher in jedem Haus gegeben. Ja. Gibt zwar jetzt wieder so ein bisschen Renaissance. Oh, natürlich. War lange Zeit vergessen, glaube ich. Da gibt es so Hausgeräte, Küchenutensilien. Das heißt, deswegen Fassbinder-Eck, weil diverse Fässer. Katzenfresser. Da haben wir eine ganze Menge von Schaukelpferden und von Ringelspülpferden und so weiter. Das ist das Wäschermädel-Eckerl. Das sind Rumpel und Bügeleisen in allen möglichen Ausführungen. Da haben wir das Johannes Hecht, das Eckerl. Er war ja lange in Wien engagiert, und sowohl in der Volksoper als auch im Theater an der Wien und hat lange Zeit auch in Österreich gewohnt, weil er ja so lange engagiert war da und viele Filme da gedreht hat mit Franz Antl und ich weiß nicht wem. Und er war einer unserer allerliebsten, teuersten Stammgäste. Er hat seinen 100. Geburtstag und auch seinen 105. Geburtstag bei uns gefeiert. Zuckerbäcker, Utensilien. Mhm. Oh,
ein paar bekannte Gesichter. Das war noch der Götz Kaufmann da, das war der Dieter Schmähler, das war der, wie der Kirsten, fällt mir gleich ein, das war die MS Hunja, die da, das war wieder die Jacobi, das war die Audrey Hepburn. Und ja, da war er noch frei. Da war er noch frei. Du wolltest es nicht sagen, drum. Ja. Die Jungen, ne? Der Merkatz, der Antl. Antl, das ist ja schon sehr lange her. George Dimou, der ist vor 3 Wochen gestorben. Ja. Das war der Seitenblick-Chef, der Bammer. Das ist die Betzl. Das ist die Wanitschek. Merkatz. Schiller, Fuchs. Also man kann sagen, gibt nicht viele Promis, die noch nicht da waren. Ne? Ich würde meinen, das kann man so sagen, ich bin ja normal immer da, aber gestern Abend war Premiere vom Cirque du Soleil und da war wirklich tut wie ein da, also alle Promis von Wien. Ich glaube, es war kein einziger dabei. Ich habe natürlich hunderte gesehen und so weiter und gewinkt und so. Es war ganz sicher dabei, der noch nicht da war. Das ist die sogenannte alte Kaminstube. Da wird es immer dichter. Da haben wir so eine kleine Sammlung mit. So Figuren, das ist ungefähr 1910, 1920 war das in Mode. Das sind Holzfiguren. Ja, das sind alles Holzfiguren. Ja. Da wären wir jetzt bei dem Schutzengeltisch. Da haben wir einen großen Schutzengel, einen Spätbiedermeier Schutzengel. Ja, überall, wo man hinschaut, hängen Instrumente aller Art. Geschirr in einer Ausfertigung, das waren dann die Sachen, die ich am Boden gefunden habe, diese Reindeln dort und so weiter. Da ist vieles davon, das bei uns auch vor 100 und 150 Jahren Verwendung war.